Das war also mein schmerzlicher Moment, in dem ich feststellen durfte, dass eine GoPro ohne Schutzhülle schon ziemlich schnell kaputt gehen kann. Und richtig schmerzlich wurde es dann, als mein zusätzliches Mikrofon auch noch gebrochen war, mir dieser Sachverhalt aber leider erst 4 Filme später aufgefallen ist. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau ohne Ton.